Herzlich willkommen im Karwendel. Heute seht ihr, wie ich einfach der Weg ist das Ziel loswandere und dann eine 20 Kilometer lange Wanderung draus wurde. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach unten auf Abonnieren klicken. Glocke nicht vergessen, sonst werdet ihr nicht benachrichtigt, wenn ich wieder was hochlade. Und dann lasst uns starten! Einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht war echt angenehm. Es waren wirklich nur minus 3 Grad hier in Mittenwald. Da habe ich doch den Wetterbericht richtig verstanden, dass es in Garmisch-Partenkirchen noch kälter sein sollte. Ja, hier ist auch ein bisschen Wind. Ich denke mal, hier kommt vielleicht noch ein bisschen Föhn über den Berg rüber. Ja, gut, aber jetzt will ich erstmal den Morgen beginnen, mit Cassie eine Runde laufen und dann frühstücken und dann die Gegend hier erkunden. Frühstück ist fertig. Heute gibt es Kaffee. Hier mache ich die Schokoladencreme immer so ein bisschen streichfähig. Dann habe ich noch Käse, Körnerbrötchen, Butter, Obst, Ei, Saft. Hier ist noch mehr Obst. Und wie gesagt, mein Schokoaufstrich. Cassie hat schon gefrühstückt. Und war auch schon ihre Hunderunde. So, guten Morgen, endlich habe ich es geschafft, mal aus dem Auto zu klettern. Ich habe jetzt ganz gemütlich gefrühstückt und Körperhygiene und so weiter. Und jetzt geht's los. Eigentlich ist der Plan, in eine Klamps zu gehen. So sieht's hier aus in der Umgebung. Hier ist eine große Karwendelwand. Und ja, ich habe jetzt nicht weiter auf die Wanderkarte geguckt, aber ich gehe erstmal in die Richtung. Mal gucken, wo es uns lang führt. Und Cassie ist natürlich auch mit dabei und die Sonne scheint, also los geht's. Schaut mal, da ist schon die erste Alm. Ich glaube Aschauer Alm oder so. Es raucht aus dem Schornstein. Ich vermute direkt, dass da jemand wohnt. Hier ist noch mal eine kleine Kapelle. Schaut mal den Brocken an. Cassie muss erstmal was trinken. So, ich habe jetzt einen Plan. Ich will an einen See wandern und habe mir im Navi den See eingestellt. Schmalsee heißt der. Und See, da gibt es doch eine Abkürzung, nicht was das Navi sagt. Jetzt bin ich hier an einer Kaserne rausgekommen. Mal sehen, ob die Abkürzung nicht eine Verlängerung ist, wenn ich hier einmal rumlaufen muss. Muss ich doch rumlaufen hier. Aber egal, ich habe eine schöne Aussicht. Schaut mal da hinten. Und nach vorne hin ist Sonne. Darum habe ich mir den See als Ziel ausgesucht, weil das ist die Sonnenseite. Da habe ich heute nicht mitgedacht. Ja, an der Kaserne sind wir unbeschadet vorbeigekommen. Und jetzt kommen wir auch langsam dem näher, was ich suche, und zwar die Sonne. Und wir müssen jetzt nur noch einen Fluss überqueren und dann kommen wir auf die Sonnenseite
und wandern zu diesem See. Und dann gehen wir eine große Runde über Grün. Das ist so ein Ort in der Nähe unseres Parkplatzes. Zurück zum Parkplatz, dann sind wir auch wieder fast 3 Stunden gelaufen. Bin ich wieder in dem Ort, wo ich heute Morgen losgefahren bin. Und zwar in Mittenwald. Und ich habe jetzt mein Ziel auserkoren. Es ist der Schmalsee. Und dort laufe ich über Grün zurück zum Auto. Der steht ja auf einem Wanderparkplatz. Ich bin schon ganz gespannt, ob ich meinen Plan in die Tat umsetzen kann. Das Problem ist immer, wenn ich mir bei Google Maps was raussuche, dass dort Höhenmeter nicht angezeigt werden. Und dann berechnet der natürlich bei der Weglänge die Höhenmeter nicht mit. Aber ich habe gerade noch mal gegoogelt, der Schmalensee, der ist wohl nur 50 Meter über dem Meeresspiegel. Da steht's schon dran. Schmalensee, 20 Minuten noch. Und das ist mein Panorama. Herrlich! Komm, Cassie. Cassie hat was entdeckt. Pferde. Ich weiß gar nicht, ob die Kinder hier wissen, wie gut sie es haben. Die können hier rodeln und die können hier Schlittschuh laufen auf dem schmalen See. Bei uns in Brandenburg ist das gar nicht mehr möglich. Die Kinder, die können das gar nicht erlernen, wenn es keine Kunsteisbahn oder sowas gibt. Seht ihr die Hütte dort oben? Genau in dieser Senke. Oh je, das wird heute wieder eine dicke Tour. Ich habe gerade mal gegoogelt. Bis zum Auto sind es noch 8 Kilometer. Aber mit so einem Panorama laufe ich gerne 8 Kilometer. Dann bin ich ja wieder fast 20 gelaufen heute. Na, bist du auch schon da? Schaut mal, ich habe wieder eine Kapelle gefunden. Thank you.
bin ich doch noch mal von meiner Route abgewichen, weil ich habe auf der Landkarte gesehen, dass hier der Isar-Stausee ist. Und den wollte ich mir mal angucken. Und der Weg führt so, das sind so mehrere Becken wahrscheinlich, auf der Karte jedenfalls so ersichtlich. Und der Weg führt so dazwischendrin entlang. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie lang komme. Also hier hinter sind so die Becken. Und wir versuchen es mal hier und dann links rum. Ah, richtig gesehen. Hier bin ich und will jetzt hier entlang. Und zwar so zwischendrin, seht ihr? Und hier ist der Stausee. Das meinte ich, das ist hier so eine Art Damm. Und schaut euch mal an, wie klar das Wasser ist. Ist ja Wahnsinn. Das ist die Isar und die fließt jetzt zur Donau mit dem Lech, dem Iller und dem Inn. Ich stehe hier auf der Isar-Hornbrücke, die 1964 gebaut wurde. Und ich sehe hier dieses wunderbare, klare Wasser aus den Bergen kommen. Und hier stehen wir auf der Seinsalm und da steht Venna. Und wie dreckig sie ist vom Salz. Und Cassie hat es gerade knallen gehört, die will jetzt unbedingt ins Auto. Hat sie Angst. Na los! Aber sie lernt nicht, dass sie immer hier einsteigen muss. So, einmal unsere Tour heute. Wir sind hier an der Seinsalm und sind hier so lang am Seinsbach. Dann sind wir bis Mittenwald. Hier sind wir über die Brücke und zum Schmalen See, am Schmalen See entlang. Das war der Jakobsweg, der so wunderbar war. Bis nach Grün, das ist hier gar nicht mehr drauf. Also, oh, so weit hoch komme ich gar nicht. Also bis hier oben nach Grün. Dann sind wir hier am Stausee der Isar entlang und wieder zurück. Hier sind wir wieder angekommen. Ich hoffe, die Wanderung hat euch gefallen. Mir tun echt die Füße weh. Mein Proviant ist fast aufgebraucht. Auch sie ist hier noch am Schnüffeln. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, abonniert doch einfach meinen Kanal. Bis bald. Tschüss.